Land um La. Das ist der kleinregionale Entwicklungsverein Lebensraum Land um La. Wir haben das Projekt auf die Dauer von 2 Jahren angelegt, mit Beginn 1. Oktober 2017 und Projektende dann mit 30. September 2019. Das Projektgebiet deckt sich mit der Kleinregion Land um La, also vom Osten beginnend mit Falkenstein bis nach Westen, bis nach Großharras, das sind die 11 Gemeinden rund um La an der Theia. Unser Projekt teilt sich eigentlich auf 2 Schienen. Einerseits Innenmarketing, dass wir Bewusstsein schaffen für die eigene Bevölkerung, für das Thema auch wirklich motiviert zu sein. Einerseits in den Innenteilen der Ortschaften auch wieder zu bauen oder auch zu renovieren. Andererseits den Eigentümerinnen und Eigentümern auch die Möglichkeit zu geben, ihre Objekte verkaufen oder vermieten zu können. Aber natürlich auch innovative Ideen und Möglichkeiten zu schaffen für Vermietung, für temporäres Wohnen in den Ortskernen. Die zweite Schiene wäre dann Außenmarketing, das heißt Werbung nach außen mit eigenem Logo, mit Attraktionen, auch als eigene Internetseite aufzutreten mit den Möglichkeiten und Angeboten der Gemeinden im Land um La und auch natürlich Standortmarketing zu betreiben, sei es jetzt als Inserate, sei es mit Broschüren, mit Plakaten und auch die Nutzung von sozialen Medien wäre hier angedacht. Wir wollen einerseits Innenmarketing betreiben mit Bewusstseinsbildung, das heißt auch auf die Orte, auf die Gemeinden zugehen und mit den Eigentümerinnen, mit den Eigentümern sprechen, welche Möglichkeiten gibt es, Objekte zu vermieten, aber auch natürlich die Ortskernbelebung hier fördern und weiterentwickeln, dass hier die Ortskerne nicht aussterben. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich Wohnstandortmarketing nach außen hin betreiben mit einer neuen Internetplattform, mit Werbung in den lokalen Medien, mit Inseraten, aber auch mit Auftritten in den sozialen Medien, also hier auch die neuen Möglichkeiten der Kommunikation nutzen, um Standortmarketing zu betreiben.